So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. So, wir machen Auftrag Drache. Gut, schauen wir uns das mal an. Das ist Stufe 28. Ah, wird ein bisschen böse jetzt da hier. Und ich glaube, mit ihr muss ich reden. Na, mit ihm. Wagen. Wagen? Ich habe keine Ahnung, ob man das so richtig ausspricht. So, reden wir mit ihm. Oh, ein Hexer. Du bist wegen des Drachen hier, richtig? Erzähl mir von diesem Drachen. Wie sieht er denn aus, zum Beispiel? Das weißt du nicht. Und du willst Monsterjäger sein? Er hat Schuppen, Flügel, Klauen. Ein Drache ist ein Drache. Langes Diskutieren bringt nichts. Töte ihn, sonst gibt's noch mehr Opfer. Reden wir über die Belohnung. Die Belohnung für diesen Drachen entspricht dem, was ich sonst für einen Neckar bekomme. Das stimmt. 273 für einen Drachen ist ein bisschen wenig. Wir machen auf 360 einmal. 370. Was? Das kriegst du nicht. Egal, ob ein Drache oder viele. Okay, dann machen wir 350. 351. Du willst ein paar Kronen zu viel, Meister. In ein paar Kronen zu viel, Meister. Dann machen wir 330. Wirklich viel gibt er nicht für einen Drachen. Du willst ein paar Kronen zu viel, Meister. Dann leck mich doch am Arsch. Dann gib mir 300. Das ist viel. Aber ein Drache ist auch viel. Na gut. Na gut. Hexer töten eigentlich keine Drachen, aber ich werde mich umsehen. Du hast von Opfern gesprochen, richtig? Zwei Brüder, Askel und Milas. Sie sind auf die Jagd gegangen und endeten als Beute. Sie waren so übel zugerichtet, dass selbst mir anders wurde. Und ich habe genug Verletzungen gesehen, war bei 32 Raubzügen dabei. Von Povis bis zu den Bergen von... Eine spannende Geschichte, ganz sicher. Aber ich bin mehr an den Wunden interessiert. Kannst du sie beschreiben? Sieh sie dir doch selbst an. Die Familie bereitet gerade das Begräbnis für die Jungen vor. Ihre Leichen liegen im Elternhaus am nördlichen Ende des Dorfes. Aber behandle die Leichen mit Respekt, wie es die Tradition verlangt. Ja, werde ich machen, kein Problem. So, Auftrag Drache, neue Quest, aktualisiert, oder? Oder nicht aktualisiert, mir ist wurscht. So, sprich mit der Mutter der Opfer. Gut, da drinnen ist sie. Hallo Mama. Oh, da liegen sie auch schon. Die Schwerter schauen nicht besonders gut aus. Hoffentlich dreht sie mir nicht die an. Tja, schon wieder jemand, der die Opfer des Drachen ansehen möchte. Vielleicht sollte ich Eintritt verlangen. Vielleicht. Ich würde aber nicht bezahlen. Ich habe in meinem Beruf genügend Leichen gesehen. Ich bin ein Hexer. Ich bin hier, weil ich den Auftrag mit dem Drachen angenommen habe. Ich bitte um Verzeihung. Ich wusste es nicht. Wie kann ich helfen? Es wird nicht einfach für dich sein, aber ich muss mir ihre Verletzungen ansehen. Wenigstens hast du mich um Erlaubnis gebeten, anders als die anderen. Wenn du die Bestie dadurch besser töten kannst, gerne. Wo wurden die Leichen gefunden? Auf der Lichtung, auf der anderen Seite des Flusses. Die Jungs, sie waren immer dort, von klein auf. Sie haben dort Hasen gejagt. Das ist vorerst alles. Danke für deine Hilfe. Und ich verspreche, sie zu rächen. Das ist Geralt. Er ist echt geil. So, dann schauen wir mal an. Klauenspuren, Bissspuren, aber nichts verbrannt. Interessant. Okay, da bei dem Typen können wir gar nichts machen. So, ausrahmen möchte ich die junge Dame jetzt nicht. Setze deine Hexensignale ein, um die Spuren des Monsters bis zum Schauplatz des Angriffs zu verfolgen. Okay, dann machen wir das. Solange die weißen Punkte da sind, gehen wir den Punkten nach. Spring rüber, der Geralt. Okay, da ist irgendwas. Da haben wir mal was. Ziemlich schwacher Drache. Konnte die Kuh nicht tragen, hat sie nur zerfetzt und dann liegen gelassen. Okay. Vielleicht ist es ja auch kein Drache.
Vielleicht ist es irgendetwas anderes. Gibt es in der Witcher überhaupt Drachen? Oh ja, gibt es sicher. Gabelschwanzdrachen. Ja, sonst gibt es sonst noch irgendwas da? Da hinten. Blut. Das Blut der Kuh. Es könnte mich zum Versteck führen. Jo, Geralt. Das ist eine gute Idee. So, wohin? Ah, im Dunkeln ist das besser. Da sieht man das besser, wenn das so aufleuchtet. Da. Da. Ja, sieht man ganz, ganz leicht nur. Und immer in die Bäume rein und sowas. Ah. Na, geh vorbei, Geralt. Irgendwie bin ich falsch gegangen. Da ist es ja noch. Und ab da sieht man es nicht mehr. Seht ihr das hier? Ich sehe es nicht. Ich sehe es wirklich nicht. Da ist es. Es führt genau da in diesen Baum rein. Wenn ich jetzt auf die andere Seite des Baumes gehe, ist es nicht da. Genauso wenig wie hier unten, genauso wenig wie hier oben. Ich gehe mal da einfach entlang. Der gelbe Kreis bewegt sich nicht weg. What the fuck, Alter? Muss ich da interagieren? Nein. Jetzt ist es da. Vorher war es nicht da, oder? Wurscht. Hauptsache, wir haben es jetzt und wir können es jetzt verfolgen. Da? 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 Ah, man sieht das wirklich sehr, sehr schlecht, muss ich sagen. Da ist was. Ein Wolf. Oder ein Hund. Verstreute Knochen. Er ist von weit oben runtergefallen. Ein Nest. Wahrscheinlich von einem Gabelschwanz. Warten ergibt keinen Sinn. Ich brauche einen Köder. Genau. Der Köder ist gleich... eine Ziege, glaube ich, war das ja. So, sprich mit den Dorfältesten in irgendetwas über einen Köder. Okay. Freestyle oder irgend sowas heißt dieses Dorf. Okay. Ja, ich glaube, es war eine Ziege, wenn ich mich nicht irre. Das haben wir ja bei Eskel gesehen. Der hat diesen... wie? Gelbschwanz, irgendetwas hat er ja auch angelockt mit einer Ziege. So, jetzt reden wir mal. Hilfst du uns jetzt mit dem Drachen oder nicht? Ich habe das Nest des Drachen gefunden, aber ich brauche einen Köder, zum Beispiel ein Schaf. Ah, verstehe. Willst du es mit Schwefel vollstopfen? Noch ein Verbündeter des kleinen, tapferen Schuhmachers. Nein, ich schaffe das ohne Schwefel. Ich brauche nur ein Schaf, ungewürzt. Gut. Das hier kann ich dir geben. Es ist zwar räudig, aber was soll's. Weißt du, wie man ein Schaf treibt? Du scheuchst es wie einen Schäferhund. Du kommst von links, es geht nach rechts. Du kommst von rechts, es geht... Wenn Hunde das kapieren, kriege ich das auch hin. Wie wäre es einfach... Gottes Willen. Wie ruft man eigentlich ein Schaf? Hier, Schäfchen. Hey, Schäfchen. Komm her, wir jagen jetzt einen Gabelschwanz. Gabelschwanz. Hü, Schaf. Lauf schon, hopp, hopp. Hü, Schaf.
Ich bin von rechts gekommen. Geh weiter. Gehst du weiter? Hallo? Nein, nicht in die Richtung. Ich hasse das. Ja, genau. Rauf, 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 rauf. Immer schön brav rauf da. Da oben ist eh schon das Nest. Ist Gott sei Dank nicht so weit weg. Und Mia, du wirst bald gefressen werden wahrscheinlich. In The Witcher sterben so nur 90% ungefähr alle. Von diesen ganzen Viechern und Menschen. Einfach weg. Wahnsinn. So, komm. Beweg dich. Sind eh schon im gelben Bereich. Endlich. Dann komm mal runter. Oh, wie er sich auf mich draufgehauen hat. So, erstens mal Kuhmilch. So, zweitens nehmen wir Quen einmal. Wir tun uns einmal da aufladen lassen. Feuer geht, okay. Das ist gut, Feuer geht. Na, nicht schon wieder. Jawohl, und gleich bist du im Arsch. Und geht schon, wupp. Und weg bist. Ja, ich versuch's eh, meine Trophäe anzunehmen. Lauf schon, Schaf. Toll rum, du hast es dir verdient. Und eine neue Waffe haben wir auch gekriegt. Leiwand. Die Waffe hat nicht so ein allzu hohes Level braucht. Ja, Blödsinn. Grüß dich. Auf einmal stehst du vor mir, gell? Plötzlich ist eifersüchtig, weil ich mit dem Schaf gegangen bin. Und das Schaf als Köder benutzt habe und nicht Plötze. So, auch wieder. Schrecklich weh. Als ob mich was von innen heraus zerreißen würde. Und reden wir. Hilfst du uns jetzt mit dem Drachen oder nicht? Alter, halt doch die Fresse. Das Problem ist gelöst. Und? Das war's? Erzähl mir mehr. Hat der Drache Feuer gespuckt oder Gift? Das war kein Drache, sondern ein Gabelschwanz. Sieht ähnlich aus, ist aber kleiner und nicht so gefährlich. Nicht so gefährlich, sagst du? Dann sollte deine Belohnung auch nicht so hoch sein. Wir hatten uns auf eine Summe geeinigt. Ja, für einen Drachen. Hätte ich gewusst, dass es ein Gabelschwanz ist, hätte ich ihn selbst umgebracht. Was bist denn du für ein Hurensohn, Alter? Es war einmal ein... Ah, ich bin zu ehrlich, glaube ich. So, Quest aktualisiert und fertig, oder? Ja. So, wir machen... die nächste Quest. Schauen wir mal. Welche das wäre? Wir sind jetzt Stufe 6... Ah, warte jetzt mal. Wir haben eine neue Waffe gekriegt. Wir sind jetzt Stufe 26. So, Stahlschwert plus 5. Okay. Und ein Silberschwert. Aber das Stahlschwert ist besser. Und 5 Punkte. So, kann ich das jetzt wieder rausnehmen? Nein, ich glaube nicht, oder? So, Chancen auf Verbrennung. Das ist schon mal gut. Was haben wir da? Angriffskraft plus 2. Das nehmen wir zweimal. So, den Rest, das verkaufen wir dann. Genau, und jetzt dann noch Quest aussuchen. Was habe ich noch als Nebenquest? Wir sind Stufe 26. Wir machen das da, würde ich sagen. Das ist in Skellinke. Na, wir machen zuerst das. Ich sag gleich dazu. War das die? Hol ein Werkzeug, ein Waffenschmied von Undwig. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir die jetzt einmal. Das ist auch in Skellinge, oder? Mehrere Orte. Okay.
Ah, das ist sogar hier irgendwo. Ganz links. Okay. Schauen wir uns das an, aber allerdings erst im nächsten Part. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.